hoffe, das geht so mit dem Licht. Ist ja schon dunkel. Ich bin den ganzen Tag nicht dazu gekommen, ein Video zu machen. Ich war gestern beim Action und beim Teddy, bei der Bullworld, bei Kick, überall mal wieder so. Also wenn ich in dem Örtchen bin, dann habe ich das alles so zusammen und dann gehe ich zum Action. Ja, ich fange mit Action an, weil da habe ich wirklich nicht viel gefunden. Keine neuen Stempel, keine neuen Stanzen. So viel wieder, was ich auf der Liste hatte, habe ich nicht bekommen. Aber nichtsdestotrotz habe ich was bekommen. Und von der Woolworth habe ich auch noch was. So, ich fange mal an. Ich habe mal wieder zwei von den tollen Bettlaken mir mitgenommen. In 140 x 1,90 2 Meter. Da gab es, ja, da habe ich so, das ist ein bisschen beiger, das ist ein bisschen heller hier. Die hatte ich ja immer, das ist ein bisschen anders. Ich glaube, nur das Etikett hat sich verwandelt. Aber ja, ansonsten finde ich die richtig, richtig toll. Die kosten, ich glaube, 5,98 oder 6,98 in der Größe. Finde ich schön, weil die auch riesige haben, ne? Auch für diese 220er, da finde ich auch mega. So, dann habe ich einmal hier diesen Vintage-Block, den habe ich aber allerdings für eine liebe Bastelfreundin besorgt. Die kennt ihr alle schon, diese kleinen Blöcke. Den wollte sie gerne haben. Und dann habe ich den mitgenommen. Dann habe ich noch mal meine, hatte ich euch ja gesagt, die habe ich ja gekauft. Ich wusste nicht, ob ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die als Untersetzer nehme, weil die gibt es auch in Rund. Ich glaube, da sind mir runde Untersetzer lieber. Aber ich dachte jetzt halt, wie gesagt, für diese Raclette-Pfannen. Ein Paket hatte ich ja letztens schon bekommen. Und jetzt habe ich mir das zweite genommen. Die kommen 2,49. Ja. Und einmal diese kleinen Feuerzeuge. Weil ich ja, ich hatte euch ja letztens gezeigt, da auf meinem Wohnzimmertisch dieses grüne, was ich da hinstelle. Da ist ja eine Kerze bei und ich habe nur diese ganz langen. Und ich dachte, der kleine macht sich jetzt besser, wenn ich den dahin mit drauflege oder unten drunter unterm Tisch. Die kamen 1,49 Euro. Ich glaube 1,49. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Ich glaube, das war schon beim Action alles. Deshalb, da habe ich wirklich nicht viel gefunden. Dann war ich in der Woolworth. In der Woolworth habe ich nochmal Weihnachtssachen. Ich weiß, denkt, ich bin ja Baller Baller. Aber manches habe ich überhaupt noch nicht gesehen, so wie die Bastelartikel, zeige ich euch jetzt gleich. Und deshalb durften die nochmal mit. Und ja, ich glaube, das war es auch schon. Beim Teddy habe ich auch gar nichts gefunden. Ja, und dann habe ich mir einmal hier so, bei der Woolworth hatten sie so schöne so ganz einfache, dünne Unterziehrollis. Die fand ich ganz toll, die gerippten. Die haben sie da gehabt und die durften zweimal mit. Aber das nur mal so am Rande. Ja, dann hatten die bei der Woolworth diese Gießform. Also ein Halloween-Artikel, der andere ist zum Weihnachten. Fand ich richtig toll. So kann man sich selber so einen Kürbis gießen. Die sind ja immer recht teuer, wie ich gesagt habe. Ich fange ja jetzt mit diesem Exposit-Harz. Hat mich letztens jemand verbessert. Klar, kein Explosionsharz, sorry. Exposit-Harz und der hat jetzt gekostet 1 Euro von 5 Euro. Ja, fand ich ganz nett. Kann man sich so einen Kürbis selber machen, selber gießen für Deko. Dann egal, ob man Beton und anmalt oder ob man halt das Resin in Orange färbt. So, jetzt komme ich erstmal noch zu dem Neutralen. Da habe ich mir noch eine grüne Vase gekauft. Die war auch reduziert. Die habe ich gedacht, die passte so schön jetzt zu den Artikeln, die ich letztens hatte. Da war ja eine kleine. Und ich habe gedacht, dann nehme ich die große auch noch. Passt ja schön, eine große und eine kleine am Tisch auf so einem Holzteller. 2 Euro hat die jetzt gekostet. Da durfte die auch mit. So, jetzt kommen wir noch mal eben kurz zu den Weihnachtssachen. Da habe ich mir einmal diesen süßen Wichtel mitgenommen. Ah, jetzt sehe ich, dass der Fuß kaputt ist. Ich habe so, also den hatten sie, ich glaube, dreimal. Den habe ich alle drei in der Hand gehabt. Bei dem einen war hier oben was abgebrochen. Ja, das habe ich Tatsache nicht gesehen. Naja, modelliere ich ein bisschen mit Knete selber.
Die kosteten jetzt 1 Euro, weil hier in der Tüte ist nämlich nichts. Also war er schon kaputt. Aber gut, macht ja nichts. So, und dann habe ich den gleichen nochmal mit einem Geschenk. Und der hat ja den Kranz und ja, die beiden mussten auf jeden Fall noch mit für 1 Euro. Fand ich richtig niedlich. Da ist das Füßchen heil. Einmal hier Sternchen, dann Herzchen. Richtig gold. So, dann kommen wir mal zu so Schriftzügen. Ich finde ja immer die Schriftzüge ganz toll. Habe ich auch stehen. Ich finde die natürlich schöner in Deutsch. Habe ich euch auch schon mal bei den Stempeln gesagt. So, und jetzt hatten sie tatsächlich diese Schriftzüge. Da haben sie einmal dieses gehabt. Das war Stille Nacht. Kostete jetzt auch nur noch 1 Euro. Finde ich richtig, richtig toll. Habe ich mir mitgenommen. Dann hatten sie dieses tolle Goldglitzernde mit Advent. Auch ebenfalls 1 Euro. Hupsala. Und das ist jetzt in Englisch leider, aber das hat mir gut gefallen mit dem Bäumchen. Merry Christmas. Hier fehlt wahrscheinlich auch was, aber das mache ich selber. Mache ich mir da selber wieder was dran mit der Heißklebepistole. Ja, hat auch 1 Euro gekostet. Fand ich recht nett. Deshalb durften die nochmal mit. So, und jetzt kommen wir zu den Bastelsachen, die ich überhaupt noch nicht gesehen habe. Auch zur Weihnachtszeit nicht. Heute das erste Mal. Und zwar einmal diese, ja, solche Blöcke, klar, die hatten sie schon. Kosteten jetzt 10 Cent. Da habe ich die 3, die sie hatten, mir mitgenommen. Fand ich jetzt richtig, richtig toll. Ne? Kann man machen. Hier sind ein paar Sticksticker. Ich glaube, der war offen. Dann gucken wir da nochmal rein. Sogar beidseitig bedruckt. Finde ich natürlich richtig toll. Einmal mit Gold, einmal ohne. Super. Ja, den letzten Tisch, den haben sie jetzt auch abgeräumt. Und hier sind ein paar Sticker. Also die durften mit, wie gesagt, für 10 Cent. Genauso wie dieser. Auch so wie der DIY, wie der Action immer hat. Habe ich, wie gesagt, bei der Woolworth überhaupt noch nicht gesehen. Auch zur Weihnachtszeit nicht. Umso mehr. Oh, wie süß. Aber Weihnachten kommt ja wieder. Und den fand ich auch richtig, richtig süß. 10 Cent hat der gekostet. Den haben sie auch zweimal noch gehabt, habe ich mir zweimal mitgenommen. Und auch diese Papercraft Sets, die kosteten jetzt 50 Cent. Finde ich auch richtig toll. Also da habe ich mich gefreut. Ich mache die mal so quer, dann könnt ihr einmal schauen, was da so drin ist. Auch die Papiere finde ich jetzt recht schön. Ja, da habe ich mich echt richtig gefreut. Wirklich. Und dieses Set. Das gab es zweimal, aber das habe ich einmal abgegeben, weil da eine liebe Kundin war und die hätte gerne auch eins gehabt. Und deshalb habe ich gesagt, okay, da ist natürlich richtig, richtig tolles Papier bei. Ja, richtig toll. Habe ich mich echt gefreut. 50 Cent. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Könnt mir ja mal schreiben, ob in eurer Woolworth sowas über Weihnachten gab. Bei mir definitiv nicht. So, und dann, also das ist jetzt hier dieses Weihnachtszeug, was ich ja auch eigentlich gar nicht mehr kaufen wollte, aber hier natürlich basteln geht immer. Und jetzt habe ich noch was für Ostern gekauft. Also eigentlich bin ich zur Woolworth gegangen, weil die ja diese Frühjahrs-Wichteltüren-Sets haben. Hatten sie da aber nicht, wusste auch keiner was von, muss ich nochmal irgendwo anders schauen. Ich musste einfach Servietten mitnehmen, entweder für Serviettentechnik oder eben auf den Tisch zu legen. Die fand ich so, so süß. Einmal diese hier mit dem Fahrrad. Sind die nicht süß? Richtig toll. Kann man da auch schön mit servieren. Und vor allem hier natürlich ein Lichtel mit Ei. Richtig süß. Doch, die zwei mussten mit. Die haben gekostet 1,50 Euro. Aber ich habe gedacht, ja, ist ja was Besonderes. Ja, meine Lieben, das war eigentlich mein kurzer kleiner Haul. Ich wollte ihn nur gerne mit euch teilen. Morgen wollte ich noch mal los. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Dann werden wir uns wahrscheinlich morgen oder übermorgen dann mit dem Haul noch mal sehen. Ja, und dann bin ich auch gefragt worden, wieder wegen neuen Bastelideen. Im Moment bin ich ein bisschen
Ja, ich google mir immer so ein bisschen durch, was ich basteln könnte, was ich machen könnte, was mir gut gefällt. Bis jetzt habe ich noch nicht so das Richtige gefunden, was ich gerne machen würde. Aber ich bin dabei und wenn, würde ich es euch auch natürlich gerne zeigen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Wir sehen uns, eure Marion. Tschüss.